Markus Franz erst ohne Fraktion ist der nächste Redner. Danke, Herr Präsident, Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Die Gleichstellung von Arbeiter und Angestellten, das klingt immer sehr gut, wie der Begriff Gleichstellung ja immer gut klingt. Er wird gerne als Wieselwort gebraucht, weil es befriedigt die Gerechtigkeitsgefühle und man hat das Gefühl, da tut man was Gutes für die Bevölkerung, wenn man das linke Gleichheitsdogma am besten über den ganzen Staat drüber zieht und noch über die Grenzen hinaus. Ich glaube aber, dass die Gleichheit, wenn man die überall einziehen will, letztlich in einem Gewaltinstrumentarium endet. Wir haben das im Ostblock gesehen. Die Gleichheit ist letztlich immer ein ganz schwieriger Begriff. Und man sollte sich hüten, schnell und rasch überfallsartig irgendwelche Gleichheitsregeln aufzustellen, wenn man den Eindruck hat, Jesus, man tut jetzt was Gutes. Notabene, das heißt nicht, dass man Ungerechtigkeiten bestehen lassen soll oder unfaire Situationen in Kauf nehmen soll. Ganz im Gegenteil, man soll sich das ganz genau und in aller Ruhe anschauen. Aber so dogmatische Geschichten, es müssen alle gleichgestellt werden, das halte ich für einen unredlichen Ansatz. Wenn wir gleiche Bedingungen herstellen für Arbeiter und Angestellte, dann schauen wir uns die Gesundheitsbedingungen an. Hier nämlich, meine Damen und Herren, trotz sozialistischer Gesundheitspolitik und Sozialpolitik der letzten Jahrzehnte sind die Arbeiter noch immer viel schlechter gestellt. Die Arbeiter kriegen eine schlechtere Vorsorgemedizin, denen wird schlechtere Medizin insgesamt verabreicht. Und nicht, weil die Ärzte das tun, sondern weil das vom System her bedingt ist. Das wäre ein Ansatz, dass man hier einmal hineingeht und sagt, wir machen ein Vorsorgeprogramm für die Arbeiter. Und ich darf wieder aus meinem Bereich das Beispiel bringen, die Koloskopie. Ich habe unlängst einen Antrag eingebracht, wir machen einen nationalen Aktionsplan zur Darmkrebsvorsorge. Da könnten wir 3000 Österreicher jedes Jahr das Leben retten. Bis heute ist in dem Bereich kaum etwas geschehen. Die Mammographie hingegen, die bewerben wir fest, da machen wir was. Aber das Gleiche im Darmbereich, da geschieht leider Gottes nichts. Ich möchte einladen, weil ich halte hier auch jetzt meine Abschiedsrede, ich möchte einladen, diese meine Idee zu übernehmen. Das wäre etwas, wo man die Gleichstellung wirklich weiter treiben könnte, nämlich in einem sinnvollen Bereich, dass jeder die gleichen Chancen hat in der Gesundheitsversorgung in Österreich. Bitte übernehmen Sie das, Herr Sozialminister. Und ich möchte, wenn wir schon bei der Medizin sind, auch eine Anmerkung zur Klassenmedizin, zur sogenannten Zweiklassenmedizin machen. Die wird immer verdammt, die Zweiklassenmedizin und die bösen Privatversicherer und die bösen Privatspitäler, die bösen Privatärzte. Meine Damen und Herren, ohne Privatpatienten, ohne Privatversicherte, wo es schon fast 2 Millionen gibt in Österreich, sind alles Wähler apropos, wäre das System unfinanzierbar längst. 25% des gesamten Gesundheitsbudgets wird privat aufgewendet. Hier ist die wahre Finanzquelle für das Gesundheitssystem. Und da kommen immer alle und verdammen die Privatpatienten, die freiwillig sich selber und für die anderen was tun und ohnehin ihre Pflichtbeiträge einzahlen ins System. Das finde ich ist eine ungerechte Handlung und Behandlung von der österreichischen Bevölkerung. Aber weil das heute mein vorläufiger Abschied aus dem Hohen Haus ist, gestatten Sie mir auch eine persönliche Schlussnote. Ich war als Quereinsteiger sehr gerne in der Politik und ich war immer bemüht, klare und durchaus kantige Meinungen zu vertreten und konservative Standpunkte zu haben. Das hat längst nicht allen geschmeckt. Ich war medial immer wieder mal der Böse, der Reaktionär, der Konservative, der Nationalist und alle diese Dinge hat man mir umgehängt. Ich habe mich nicht als Prinzessin erwiesen, glaube ich. Ich habe das alles genommen und trotzdem meine Meinungen vertreten. Und ich glaube, dass da draußen, ich weiß es, dass da draußen zahllose Männer und Frauen gibt, die meine Haltung schätzen. Das weiß ich von den Feedbacks, die ich bekomme in der Ordination, privat, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis und auch im politischen Kreis. Gibt es genug Leute, die meine Ansichten vertreten? Halt nicht so laut wie ich. Aber immerhin, die gibt es und die sind recht zahlreich. Und meine Bitte bei dieser letzten Rede ist, hören Sie auf die, weil die stellen nämlich die bürgerliche Essenz dieses Landes dar. Und wenn ich mich zum Schluss selber charakterisieren darf, wenn man fragt, wo bist du eigentlich, wie stehst du, dann würde ich sagen, meine Haltung entspricht am ersten derjenigen der US-Republikaner und ich darf daher wie ein großer anderer österreichischer Republikaner sagen, I'll be back, ich strebe an, dass ich das nächste Mal wieder dabei bin, weil ich möchte von hier aus das Land wieder mitgestalten. Und noch ein letzter Satz angesichts der Wahlen am kommenden Sonntag. Egal welchem Lager Sie angehören, ich wünsche Ihnen für die Zukunft viel Kraft und Weisheit. Und vor allem wünsche ich Ihnen, nach links hinübergerichtet, Ehrlichkeit und Patriotismus, um die kommenden schweren Zeiten und Aufgaben zu bewältigen. Mein Appell an diesen Nationalrat, halten Sie die Republik, halten Sie die Nation hoch und tun Sie alles für unsere Heimat Österreich. Danke und auf Wiedersehen.
Das war die Abschiedsrede von Markus Franz, zuletzt ohne Fraktion. Sehr geehrter.